Liebe Leute, kann mich jemand aufklären? Ich verstehe die Welt nicht. Ihr kennt alle diese Plakette, ne? So, wie heißt es? Feinstaubplakette, ne? So. Jetzt habe ich einen Hybrid. Habe diese grüne Plakette. Viele haben Elektrowagen, haben grüne Plakette. Ein Dieselfahrzeug haben eine grüne Plakette. Mein 32 Jahres Auto, altes Auto, Oldtimer, hat eine grüne Plakette. Wofür bezahlen wir die nochmal? Wo gehen das Geld hin? Feinstaub? Elektroauto? Okay. Also ich meine, 5 Euro pro Mann ist eigentlich nicht viel, ne? Aber jedes Jahr, glaube ich, werden 50 Millionen angemeldet. Nicht schlecht. Tja, sehr interessant. Wer weiß das jemand, wofür das Ganze gedacht war?